Auch nicht. Oh! Isaac habe ich ja hier. Ich kann ihn sogar kaufen. Nett, ist gekauft. Fuck yeah! Ich würde mal gerne wissen, wann ich die freigeschaltet habe. Ich glaube, so im Laufe des Spiels oder so. Coole Sache. Aber sieht ein bisschen billig aus. Ein bisschen viel Stoff dran oder so, aber naja. Unser Isaac Clarke aus Dead Space. Dazu habe ich übrigens auch ein Let's Play gemacht, um hier nochmal Schleichwerbung zu machen. Mit einem guten Kollegen von mir. Unbedingt reinziehen. Und davor die Teile habe ich auch noch gespielt. 1, 2 und 3, alle. Hier ist nix. Psst. Das Piepen wird schneller. Die kommen zu uns. Das gefällt mir nicht. Still. Was ist das? Sucht ihr vielleicht die hier? Heilige Scheiße! Verdammter Mistkerl! El Diablo! Tötet sie! Das sah wirklich aus wie El Diablo. Warum sind die Masken verschwunden? El Diablo, Gott ist das beste Leutnant. Das ist gar nicht gut. Das habe ich gemerkt. Wenn ihr fertig sind, ist ihr Mausetot. Oh, wenn Rache nehmen die beiden, ey. Die haben uns so gut den Rücken nach freigehalten. Im Scharfschützengewehr. Und der Typ hatte auch irgendwie so eine Maske auf. War sogar leicht verbrannt am Hals. Scheint auch ein badassiger Bösewicht zu sein, ne? Das wird nur heftig. El Diablo, hä? Wow! Blutige Kettensäge. Und zum Akkuschrauber, man. So richtig ins inneren Auge bohren. So richtig. Hier kommt eine kleine Aufmerksamkeit. Anstatt ein Messer. Wenn das gehen würde in dem Spiel, würde ich schreien. Denn das wäre epic. Böse, böse, böse. Kann eh durchlaufen wie so ein Berserker. Und auch nicht! Cool! Hier drüben! Irgend so ein Affe, dem ich den Rücken zugedreht hab. Danke. Man, es ist schon ein nettes Gimmick hier mit Isaacs Maske, aber ehrlich gesagt mag ich den nicht so. Mit Cordova entkommen. Aber die in Dead Space sind geil, die Anzüge. Ich denke, da stimmt ihr mir zu. Oh, shit! Ich glaube, der Typ hat die irgendeinen Sprenggürtel befestigt. Wir können flankieren, 100 pro. Daneben, jetzt bin ich aber dran. Komm mal her! Tja, flankieren, Koop-Kombo und was nicht alles. El Caramba! Hier, guck mal, eine Granate. Ich hab so viele von denen. Wir schnappen uns einen von denen. Den Typen da. Und finden raus, was er weiß. Und dann kriegt er eine Kugel in Schädel. Möglich wäre das. Ja, das ist doch eine total geile Option. Runter! Granate fliegt! Das geht's doch gar nicht. Ja, fein. Wo sind meine bösen Banditen? Immer cool und shirtless. Sind gar nicht mehr so viele, die kein Shirt haben. Sag mir, wo sie Cordova hingebracht haben. Fick dich, Pendejo. Das war eine gute Antwort. Sag's mir. Dann lass ich dich leben. Kleiner Tipp, hör auf ihn. Die Kirche. Sie haben Cordova zur Kirche gebracht. Wusste ich's doch. Sie haben ihn zur Kirche gebracht. Genau wie ich gesagt habe. Da hat sie recht. Also schön, wir gehen zur Kirche. Nichts wie weg hier. Nein, bitte! Nein, 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 nein! Erschieß mich nicht! Bitte! Bitte nicht schießen! Bitte! Bitte! Oh! Explosion aus dem Nichts! Endlich kommt der Helikopter, von dem ich vor kurzem gesprochen habe.
Ihr sollt alle brennen! Runter! Verdammte Scheiße! Und da steht verdammter Mistkerl. Okay. Wenn ich diesen Elfen... Das wäre eine Option. Fiona, hast du eine Ahnung, wie wir hier rauskommen? Los, hierher. Die Tür brechen wir gemeinsam auf. Hinter der Tür scheint niemand zu sein. Heilige... Okay, aufbrechen auf drei. Eins, zwei... Da kacke ich drauf. Du hast den Rumpf doch gespürt, oder? Wir wissen nicht, was hinter dieser Tür ist. Wir... Scheiße! Achtung! Ich weiß, was ganz bestimmt nicht dahinter sein wird. Okay. Dann lass uns einen anderen Weg! Slide Action! Endlich! Oh mein Gott, das muss ehrlich gesagt in jedem Spiel sein. In God of War war es auch schon. Yeah. Krachen die einfach durch die Tür. Woo! Langer Bautistas, richtig? Der Allerschlimmste. Ein verdammter Sadist. Und vermutlich auch noch unbesiegbar. Das miese Arschloch. Na, das wollen wir doch mal sehen. Tja, das war keine gute Idee. Okay, wir müssen zu der Kirche. Ich hab nichts gesagt. Gut. Hell yeah. Aber sie hatte recht, wir hätten von Anfang an dahin gehen sollen. Massaker unter Palmen. Cool, cool. So viel Asche wieder. Okay, wollen wir mal ganz schnell zum Arsenal. Ich habe gerade so eine Idee im Kopf bekommen. Denn da wir alle hip und trendy sind, nicht wirklich, machen wir jetzt Partnerlook hier in dem Spiel. Moment, hab ich irgendwas? Ne, nichts Neues frei. Okay. Wir machen Partnerlook. Die haben sogar freigeschaltet. Oh, ein Pad ist da drauf. Ach so, ein Pad. Oh mein Gott. Ja, Sanitäter daneben. Partnerlook. Bei den Toten. Ah, wir sollen mit dem Fahnenkreuz zielen. Da kommt nicht wie in Gears of War so ein Bogen, der genau hinzeigt, wo die hinfliegen soll. Ein Kartell in einer Kirche. Partnerlook! Wie tief ist die Welt gesunken? Das ist schon seit Jahren keine echte Kirche mehr. Das Kartell hat sie sich vor Jahren gekrallt. Nutzt sie als Lager. Drogen, Waffen, Geiseln. Oh, heftiges Zeug eben. Oh ja, allerdings. Ich kenne einen anderen Eingang. Müsste einfacher sein. Dann los. Meine Güte, wie unauffällig. Keine Sorge, wir sind total unauffällig. Klar. So unauffällig wie eure Radau. Ich wollte es gerade sagen.
Wir fallen gar nicht auf. Nö, nö. Soll die Armee doch kommen? Die haben eh keine Chance. Los, wir müssen weiter. Bitte warten. Areal wurde geladen. Meinst du echt, Cordova ist da drin? Wenn er noch lebt, auf jeden Fall. Fiona, geh voran. Wir müssen ihn schnell finden und hier rausbringen. Dann geh doch voran. Geh voran, bleib stehen. Okay. Das sind Kartellwachposten. Einen anderen Eingang gibt's nicht. Also los. Weiß nicht, Granate? Droppen wir runter? Wessen mit Overkill? Ja! Da schießen wir den ganzen Friedhof. Ich scheiß auf Schleichen. Boah, ich zerfetz die nur so. Boah, war das nicht epic? War das nicht epic? Ja, ich geh gleich drauf, ich weiß. Oder noch nicht. Hey, weiter jetzt. Das war geil, das war so geil. Jetzt hat sich Overkill mal richtig gelohnt. Vorwärts! Los! Okay! Nein? Oh shit, oh shit, oh shit. Werf nur eine Granate, bevor ich liege. Verdammt, die Schweine haben mich erwischt. Hilfe! Hilfe! Danke. Goddammit, komm schon. Okay. Oh, das ist so epic, ich hab gar keine Worte dafür. Splittergranate! Jetzt mal wirklich richtig hirnlose Action. Hat mal richtig Spaß gerade. Muss da einer immer so Kacke nehmen? Der krabbelt auch! Oh, gibt's das denn? Drüben. Alles oh, Hilfe. Krabbelt da rum und killt mich. Genau das haben wir gebraucht. Ja, hier, guck mal hier. Das ist heute im Angebot so. Splittergranate! Splittergranate, die wie Pingpongbälle fliegen. Scharfschütze! Schalt sie aus! Los! Schon dabei! Sniper ausgeschaltet! Oh wow! Hey, ich werfe eine Granate! Oh, war nun ganz normal. Ich hab gedacht, das ist ein Brecher. Wir brauchen eine bessere Schussposition. Hört sich gut an. Ja, das ist wirklich eine Idee. Gib mir Deckung! Mach hin! Ah, ich mach ihn mehr Räuberleiter. Du bist dran. Los! Kommt angerannt. Wie sieht's aus? Da kommt eine Menge Ärger auf uns zu. Bereit machen. Bleib liegen! Genau. Oh, hier kommt wieder ein Idiot. Toll, ich habe keine Granaten mehr. Und hier in der Ecke saßen die so schön. Ne? Mist. Alter, wie viele! Splittergranate! Du gibst einfach um. Ja! Dass die alle von da gerade kommen. Fällt mir wahnsinnig gut. Ah, jetzt kommen wir von der anderen Seite schon. Holy fuck, wir machen langsam Punkte. Toll. Komm schon, setz eine Granate. Ist keine Sau grad. Ja, einfach mal schießen. Irgendwas wird man schon treffen. Ja, genau das meine ich. Wenn man so rumläuft und schießt jetzt im Overkill, trifft man nichts. So dämlich, dass mein Partner, der eigentlich hier komplett KI ist, das aktivieren kann.